Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Feriensimulation. Meine, wir sind zurück im Urlaub. Ach, ist Urlaub nicht schön. Oh, ich habe den ganzen Tag Videos gemacht. Jetzt gönne ich mir Urlaub, Freunde. Wir gehen erstmal raus. Hallo. Oh. Wo soll ich jetzt Urlaub machen? Funny you should ask. The Bureau of Simulations requires metrics to prove the success of a project, which you seem to have conveniently forgotten. Luckily, I've figured out a way to measure vacation. Okay, cool. Find memory management. Kann ich deine... Oh, efficiency bot. I should have known. Here, human, take this wristband. It will be your key to unlock efficient, measurable fun. Efficient. Now use it on that scanner over there. Ah. Wie was? Scanner? Access denied. You don't have enough memories. Oh, yes. You need memories to gain access to different areas of the resort. Oh, ich will welche. Try this. A memory of the time you didn't have enough memories. Didn't even ask me. And that is how you vacation. Yeah! Well, I guess we're doing memories now. Anyway, it looks like your wristband has enough memories for that scanner. Cool. Pass accepted. Na ja, also. And woo. That vacation island is open. You can visit any of our three destinations. The beach is the most efficient place to start. Hey, ja dann. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Strand, oder? Ja klar, Strand, das ist doch schön. Können wir ein bisschen die Sonne genießen. Welcome to Vacation Beach. Hi. Came to the beach to reconnect to the moment they evolved to walk on land. Oh, I see you're finally getting the hang of vacation. Make enough memories and you'll get access to more areas of Vacation Island. I'm not sure that measuring vacations was the point, but I'm happy we made it to the beach. The Bureau of Simulations won't be satisfied unless we have clear metrics. I don't think we're seeing screen to screen on this one. But I know a way to track the moments you enjoy, human. There's a camera in your backpack. Try it out. Ja, die haben wir doch schon mal ausprobiert. Ich hab doch schon geile... Just tap the button on the camera to snap a photo. Wonderful. Oh. Now this is vacationing. There are plenty of actual memories to be made on the beach. And I've heard you can find Botbeard's treasure at the dive site. Was? Vacationing your way, human. We'll see you later. Oh, da hinten kann man tauchen gehen und da Schätze finden und so. Ach, guck mal, was ist denn das? Oh, ich hab die... Moment, wieso hat denn... Kann ich diese... Ich hab nichts gemacht. Er lebt noch. Wirklich. Er lebt wirklich noch. Hm. Oh, ich möchte erstmal hier oben in den... Oh. Was gibt's denn hier? Oh. Bacon und Käse und Wurst und... Fleisch und... Was ist das hier? Vegane Patties? Oh, Brezel. Käse! Oh, kann ich hier... Oh, Käse auf die Brezel. Jetzt, warte mal. Erstmal hier die gefrorenen Würstchen auftauen. Oh, herrlich. Schön umdrehen zwischendurch. Oh, ich glaube, die sind schon durch, oder? Hier den Käse ein bisschen. Mmh, oh... Oh, die ist verbrannt. So, guck mal hier, meine Brezel ist fertig. Das sind doch keine Patties, oder? Da ist die Breadbox. Ein bisschen anrösten. Kreis macht Urlaub. Ja, Urlaub ist so geil. So, Alter, jetzt mache ich mir mega. Guck mal, eine Brezel mit Käse. Dann legen wir uns das mal noch hier drauf. Oh, geil. Mayo, Öl. Bisschen Senf drauf, bisschen Ketchup. So, hier. Und dann nochmal ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo. Hey, hey, hey. So.
Das hier ist irgendwie verkohlt. Nehmt das mal mit. Oh, geil, ey. Kann ich da noch ein bisschen von der Käsepaste mit drauf machen? Okay, aber ich will das trotzdem mal probieren jetzt. Oh geil, der Brezelburger. Kreis hat ihn erfunden. Denkt an meine Worte, Freunde. Denkt an meine Worte. So, was machen wir denn? Hotdog oder was? Sportspot möchte einen Hotdog. Ach so, hier kann ich... Reserved for Painting. Okay, warte. Wir restocken. Oh, das ist ja ein Paradies. Das ist ja ein Paradies. So, wo kann ich denn slicen? Wo kann ich denn Sachen schneiden? Ach, hier mit dem Slice-O-Matic. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier so ein bisschen Käse und legen den auf den Slice-O-Matic. Oh, guck dir das an. Das ist ja der Hammer, Leute. Okay, okay. So, wir rösten mal das Brot ein bisschen vor. Und ein Fleischpatty brauche ich auch noch. So, wunderbar. Das Brot ist geröstet. Keiner will ungeröstetes Brot. So, der Patty ist fertig. Käse oben drauf. Wunderbar. So, Sandcastle Bot möchte diesen Burger haben, oder wie? Sandcastle Bot, wo bist du? Okay. Food Orders Beginner. Wo ist er denn, der Sandcastle Bot? Da unten anscheinend, hä? Entschuldigung, oh. Ha, Junge, soll ich dich mal eincremen oder was? Hey, alles klar? What a gorgeous burger, human. Nice, oder? That's not quite what I wanted. Wie was? I bet if you take another look at the board, you can figure out the right combination. Oh, Manno. Du bist blöd. Judge me. Stay basic. Top, Front, Right. Okay, machen wir das mal dahin. Und das dahin. Und das kommt... Hä? So? Und hier kommt... Ja. Nee, das passt schon. So, und von vorne und rechts, da kommt nur noch so ein Türmchen drauf jetzt, oder was? Das ist dann basic. Okay, judge me. None of the sides are correct. Have you had a chance to look at the blueprint, human? Ach so. Das hier raus. Ey, nein, das soll da unten rein. So. Jetzt aber richtig, oder? The top is correct, but the other angles aren't quite there. Okay, nochmal. Nochmal. Wir fangen nochmal an. So, wir beruhigen uns jetzt alle. Also hier vorne in die Front kommt auf jeden Fall diese Tür. Dann kommen hier unten... Ach so, Moment. Dann kommt das, glaube ich, so... Und von rechts, da ist ein Würfel mit einer... Oder? Und wenn man da komplett durchgucken kann, dann muss das ja... Das muss ja ein Würfel mit einer großen Öffnung sein. Und hier kann man nicht durchgucken, dann ist der also geschlossen. So. Und dann kommen die oben drauf. Jetzt? You're almost there. The only thing that needs fixing is the top. Wieso top? Ach so, nee, kann... Aha. Ach so. Ich verstehe. Dann kann es der hier nicht sein. Weg mit euch! Dann muss es der Klotz sein, und zwar so. Jetzt? Well done, human. Oh, nice. A few new pieces can make such a difference. Oh, ich freue mich, Leute. Also, was gibt's denn Schöneres als so ein Urlaubs-Sandkästen hier, Sandschlösser bauen? Oh Mann, ey. Du brauchst echt mal ein bisschen Schmierung, mein Freund. Aber egal, Dive Inside. Oh, da kann man hingehen und tauchen. Da ist der Dogshop, da gehen wir auch noch rein. Oh, ist das ein schöner Ort zum Leben. Und da muss ich dir noch ein paar Burger machen.
Ich habe wahrscheinlich den falschen Käse genommen. Ich dachte, du bist ein Cheddar-Typ, aber irgendwie bist du kein Cheddar-Typ. Okay, Front. Was ist das für ein merkwürdiges... Also topmäßig gibt's da schon mal drei so Dinger. Front ist... Das ist... Ist das das hier? Ja. Dann gehört das auf jeden Fall schon mal so und das so. Oder? Und dann gehört das hier vorne so drauf. Dann ist Front. Müsste ja dann schon fertig sein. Also nee, da kommt dann... Ich glaube, da kommt hier so einer drauf. Und dann nochmal einer so. Oder Front ist jetzt richtig. Die Frontansicht. Jetzt muss ich die rechts, die Ansicht. Hä, aber wie geht denn das? Wie geht denn das? Weil guck mal, der muss ja so. Und der muss so. Ach so, die beiden sind ja gar nicht... Das sind die, die man von da sieht, ne? Ja, klar. Einmal hier wegschmeißen. Was ist das für ein Knopf? Ich habe Angst, ihn zu ziehen. Was passiert denn? Ach so, da kann ich die Höhe... Okay, okay. Ach, hier könnte ich sie noch mit Muscheln bekleben, oder wie? Ja gut, das sind Basic. Also guck mal, Front ist jetzt richtig, ne? Da geht's so, da geht's so. Ich wollte doch nur Urlaub machen, als wäre Urlaub was Anstrengendes. Das ist ja grausam. Ach, guck mal, nee, das ganze Ding hier steht quasi falsch. Das muss in die Mitte. So. Und so muss das dann. Ja. Ist das jetzt schon richtig? Nee, Quatsch, kann ja nicht. But at least you're having fun. Wieso? Kein Angle matcht das Blueprint? Klar. Der vordere. So, jetzt aber, oder? Your sandcastle could use a little work. But I know you can fix the front to make it match the blueprint. Die Front sieht verkehrt aus. Warum? Was ist denn an der Front verkehrt? Ich verstehe nicht. Das sieht richtig aus. Und von oben sieht es auch richtig aus. Aber irgendwas ist von vorne noch falsch. Aber was? Dear human, none of those angles match the blueprint. Das ist doch alles gelogen hier. So ist doch perfekt. Na gut, man darf hier nicht durchgucken können. Aber wie soll ich das verhindern? Wie soll ich das verhindern? Die Seite ist okay. Und oben ist auch, aber Front geht. You're close, human. I know you can make the front match the blueprint. Ah, okay, ich verstehe. Moment. Der muss weg. Jetzt. Jetzt, oder? You've laid a really solid foundation. And in the process, built a wonderful memory. Oh, geil. Oh, yeah. Okay, cool. Zwei Sandschlösser gebaut. Beginner. Moment, sieht sie der Bademeister? Simulation Speech. Lieber Leser. Haben Sie jemals eine Kokosnuss gegessen? Ja. Harry Brown.
haarige braune Steine, ja, die an Beinen und an Bäumen wachsen. So, ich gehe nochmal hier hoch. So, pass mal auf. Jetzt mache ich dir aber einen Burger hier. Da wird dir aber mal... Also, du wolltest hier von der Scheibe dann. Oh, der Slice-O-Matic. Jemand Käse? So, das ist meine richtige Scheibe. So. Will die einfach die Buns so haben, oder was? Nee, oder kann ich mir nicht vorstellen. Grill an. So, das ist fertig. Jetzt ein bisschen weiter in die Mitte. Das ist auch fertig. So. Jetzt aber, oder? Oder will die das... Also, ich weiß nicht, ob die das ungetoastet haben will, da der Sandkastenroboter. Hallo! Thank you. This is a perfect meal from every angle. Geil, oder? Geil. Krieg ich dafür eine Erinnerung? Nö, na toll. Ich will doch nur Urlaub machen. Ich wollte leckere Burger grillen. So, der Sportsbot, wo ist der denn? Da hinten. Sportbot möchte gerne ein Hotdog-Brötchen, ein normales. Ja, okay, können wir machen, kein Problem. Und er braucht Senf und Ketchup und eine Wurst. Machen wir doch. So. Zuerst leicht auftauen, ne? So, ein bisschen auseinander hier. Ah, schön. Rein damit. Die anderen beiden kann ich essen, oder? So. Dann ein bisschen Ketchup und ein bisschen Senf, oder? Ja. So, Sportsport. Alter, ich habe einen Hotdog für dich, Junge. Da fliegen dir die Löffel weg. Hallo. Wie kann ich dir das geben, Sportsport? Hey, it's a handball. Let's play. The rules are simple. Nein. You pass me and I'll hand you a point. Try to beat my high score, human. Okay, und ich habe doch noch deinen Hotdog. Wo ist der Ball? Ey! Ich wollte dir noch einen Hotdog geben! Ha, angetäuscht! Hast du nicht mit gerechnet? Ich bin der beste Handballspieler der Welt! Wasserball ist meine Passion! Ich will Urlaub machen, keinen Sport! This food fits my diet. Thanks. Okay, ich habe ihm nur einen halben gegeben, aber okay. Sports, was können wir noch machen für Sports? Human, that's not really a ball. But we can still play catch. Oh, oh, ich hab's gefangen. Geil, ne? Kann ich mir den anziehen, den Schwimmreifen? Naja, der passt nicht über meine Wampe. Okay, okay. Also, da oben habe ich schon... Ah, ich will... Oh, thanks for making all those orders, mate. Here's a memory for your trouble. Nice. Die Burger. So wunderschöne Erinnerungen. Alter, Yoga-Bot. Ich will kein Yoga machen. Yoga-Bot möchte Brötchen oder was? Ja, das kann ich ihm auch noch eben bringen, also... Fertig oder was? So, wer von euch Idioten ist Yoga-Bot? Bist du Yoga-Bot? Yoga-Bot, möchtest du das haben? Tell Burger-Bot the food is accurate. Die Frucht? Das war keine Frucht. Hm. Naja, Yoga-Bot. Wenn du das sagst. Hm, okay. Da gibt's einen Hotdog mit so einem Slice und was ist das da? Schmetterling! Ach man. Gibt's ja auch irgendwo noch Getränke oder so? Warte mal, was ist das denn hier? Hä? Wer will denn so einen Kack? Ja, woher kriege ich denn da dieses Lemon Water? Das ist Öl. Ist hier noch was versteckt irgendwo? Hm. B-
Burgerbot möchte das und mit Fragezeichen mal 8. Dann nehmen wir mal normales Bread. So, Burgerbot möchte mal 8. Okay, okay. Nehme ich hier diese Brezel. Dann nehme ich das hier, was auch immer das ist. Brezel ist fertig. Hier dieser komische Käse ist auch fertig. So, jetzt haben wir 3 Sachen drauf. 4 Sachen drauf. Vier Sachen, 5 Sachen. So, 6 Sachen. Tomate nehmen wir auch noch mal ein bisschen was. 7 Sachen und ein bisschen Gurke. Pickle Rick. So. Oh, wow, Healy. This looks very geil, oder? Das dachte ich mir schon, ey. Ja, der Suntan-Bot, aber der will da irgendwie so ein Lemon-Squishel drauf haben. Das habe ich ja gar nicht hier. Wie soll ich ihm... Ich verstehe nicht. Der will da irgendwie was zu trinken haben. Muss ich das in dem Laden erst kaufen oder was? Ich gehe mal da runter. Hallo, guten Tag, lieber Laden. Ach, guck mal, ich sehe ja richtig gut aus hier. Welcome to the dog shop, human. Wem habe ich denn die Brille eigentlich geklaut? You're my first customer today. Let's make a memory together. Take a selfie and hand it to me so I can frame this moment. Oh, ich muss... Don't forget, your camera hovers, my human. It will let you strike a sweet pose. Okay, ich soll ein Selfie machen. Will er auch mit drauf? So, hallo. Selfie. Okay, cool. So, bitteschön. Awesome. Nice selfie, human. I'll put it on the wall so we can remember this moment forever. Oh, guck mal. Oh, Bites. Here's a memory for you. Oh, cool. Ja, wunderbar. Freunde, wir haben schon jede Menge Beach-Erinnerungen. 3 Stück sogar, also, oh cool, dass das Spiel aber dann so ausartet, hätte ich natürlich nicht gedacht. Da, dieses Sandburgending wird noch heftig. Hier kann ich schon mal, kann ich das kaufen? Okay, also Sanddollar suchen muss ich noch, dann kann ich nämlich die anderen Burger machen. Ah, da hinten gibt's Sanddollar. Okay, Freunde, Sanddollar suchen wir aber in der nächsten Episode, wenn ihr Lust habt, ne? Ich freue mich auf jeden Fall, mit euch den Urlaub zu genießen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.